herzlich willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr. Es warten wieder viele spannende Sachen auf euch. Zuerst haben wir die Leute gefragt, was sie sich auf die Weihnachten wünschen. Dann sind wir ans wunderschöne Weihnachtskonzert gegangen und haben ein paar super Aufnahmen können machen für euch. Genau, und am Schluss haben wir noch über Gerüchteküche Winterball geredet. Und dort erfahren ihr wirklich noch wissenswerte Sachen, bleiben also bis am Schluss dran. Also, mein Name ist Joshua und ich wünsche mir auf die Weihnachten, dass alle Menschen positiv ins neue Jahr starten können. Ich bin Janine Scheurer und auf Weihnachten wünsche ich mir ein neues Küsschen. Michelle, was wünschst du dir auf Weihnachten? Ja, mehr Energie für nächstes Jahr. Also, ich wünsche mir Rücklichter für mein Auto und dann bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Ich bin der Paul Zübli und ich wünsche mir auf die Weihnachten. Ich habe eigentlich schon alles. Aber ich habe gehört, dass Sie da eigentlich die letzte Folge haben, oder die zweitletzte Folge von Ihren wöchentlichen Auseinandersetzungen mit unserer Schule. Und darum wünsche ich mir vom nächsten Team, dass es jede Woche genau so eine vielseitige, spannende, empathische, kreative, originelle Auseinandersetzung mit dem Leben an unserer Schule gibt, wie Sie das gemacht haben. Danke vielmals für Ihre Arbeit in diesem Semester. Ich bin der Silvan und auf Weihnachten wünsche ich mir endlich wieder mal Ferien und können ausschlafen. Hallo miteinander, ich bin Lucia vom Sekretariat und auf die Weihnachten wünsche ich mir vor allem Frieden für die ganze Welt und vielleicht für mich ein bisschen Süßes. Hallo zusammen, wir stehen heute hier vor dem Matti Adventskalender und sind schon der letzte Gewinner. Karin. Julian Guye von der G4G. Wie schon letzte Woche angekündigt, hat es diese Woche auch einen Kreativitätsgewinner, oder besser gesagt gerade drei. Die sind nämlich alle von der G4G, und zwar der Timo, der Raphael und der Dario. Wir gratulieren herzlich. Also, wir haben schon mal in einem Interview etwas zum Winterball gesagt. Dort haben wir noch nicht so viel gewusst. Jetzt wissen wir mehr. Caitlin ist da vom OK und erzählt uns etwas. Ja, also wir haben jetzt endlich einen Ort gefunden, um den Winterball zu halten. Es wird im Werk sein, in Baden. Und dabei wird es nicht nur der Clubwerk sein, sondern auch die Halle nebenan. Und wir haben definitiv entschieden, dass es am 3. Februar sein wird. Okay, und gibt es irgendeinen Dresscode oder irgendetwas? Ja, das ist ja ein bisschen der Sinn vom Winterball. Also definitiv, was wir gesagt haben, bei Frauen halt, sie können Kleider anlegen, am besten lange, schöne Kleider, können aber auch kurze anlegen oder auch mega schöne Jumpsuits. Also, aber es muss so Black-Tie-mässig sein. Und für Jungs ist halt so, sie dürfen schon Jeans anlegen. Sie müssen einfach, wenn sie Jeans anlegen, müssen schwarze sein. Und sie dürfen keinen Riss drin haben und sie müssen einfach schön sein und einfach ein schönes Hemd noch dazu.
Okay, und wie sieht es mit höheren Schuhen aus? Höhere Schuhe ist kein Problem, wir müssen einfach bereit sein, mit denen den ganzen Abend rumzulaufen. Oder andere noch mitzunehmen halt. Okay, aber dürfen wir auch flache Schuhe anziehen? Ja, kein Problem. Das wäre dann mein Fall. Diese Woche haben wir leider keine Lachen. Also, diese Woche haben wir leider keine News für euch. Also das ist eigentlich gut, weil wir gehen jetzt in die Ferien. Wir wünschen euch ganz, ganz schöne Festtage. Eine besinnliche Weihnachtszeit. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr.